Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Bitwalker. In diesem kleinen Tutorial sage ich euch, welche Fähigkeiten die Waffen haben und gegen wem man diese Fähigkeiten dann einsetzen sollte. Die Fähigkeiten Waffen erkennt ihr am einfachsten, wenn man einfach drüber fährt, bei den Sekundär-Spezialwaffen und bei den schweren Waffen. Da seht ihr oben die Schrift, erfordert Level 20, ist klar, Schaden 224, hochlevelbar bis 242 und diese Schrift ist in lila und vor dabei ist so ein Wirbelsturm-Symbol, nenne ich das einmal. Bei der anderen Knarre ist es 224 bis 242 mit so einem Feuersymbol. Und als drittes gibt es auch noch dieses Symbol, was ausschaut wie ein Wurfstern, im Hellblau. Diese unterschiedlichen Fähigkeiten muss man oder sollte man natürlich idealerweise gegen den speziellen Gegner einsetzen. Wenn ihr bei dieser Waffe jetzt mit Y drauf drückt, dann seht ihr hier ganz links unten, dass dieser Schaden sich Arkus-Schaden nennt. Bei einer anderen Waffe, wie hier das Lila zum Beispiel, das nennt sich leere Schaden. Und dann haben wir noch das Rote, das ist der Solarschaden. So, die Frage ist, wie erkennt man nun die Gegner, bei denen diese Waffen speziell ansprechen? Denn diese Modifikationen oder diese Schadensmodifikationen, die fügen zusätzlichen Schaden hinzu. Also hat das nichts mit der Primärmunition zu tun oder irgendwas, sondern dieser Schaden wird immer automatisch hinzugefügt und das trifft speziell das Schild. Und genau das ist der Punkt, die Farben haben einen Sinn. Das heißt, diese Waffe mit diesem roten Symbol, mit dem Solarschaden, setze ich gegen Gegner ein, die ein rotes Schild haben. Zum Beispiel Hexen. Das hellblaue Symbol, den Arkusschaden, setze ich gegen Gegner ein, die ein hellblaues Schild haben. Und dann haben wir noch das lila Symbol. Da setze ich natürlich ein gegen Gegner, die ein lila Schild haben. Minotauren zum Beispiel, die haben das. Und dadurch zieht ihnen das Schild ab, wenn ihr mit der Waffe schießt und fügt ihnen natürlich Schaden hinzu, entsprechend mit der Munition oder mit der Knarre, mit der Stärke, die sie hat. Ja, das ist auch schon die ganze Zauberei hinter diesen Sachen. Also ideal ist es, wenn man eine Mischung von Waffen hat, mit unterschiedlichsten Fähigkeiten, damit sie unterschiedliche Schilde zerstören können. Das war's von meiner Seite. Danke fürs Zuschauen. Tschüss, ciao, euer Bitwalker.